Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, so. Willkommen bei Santa's Village Teil 5 haben wir heute. Und ja, was sage ich jetzt dazu? Wir haben heute viel Arbeit, aber bevor wir da überhaupt anfangen, ihr seht schon, wir haben heute viel vor. Aber bevor es daran geht, erstmal das wieder, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und zwar solltet ihr jetzt den Boden ja hier ausgefüllt haben, ne? Natürlich so ein bisschen dekoriert, ne? Ein bisschen Muster, Pflasterstein hier reingehauen, ein bisschen Treppen so, ne? Reingehauen, das natürlich alles irgendwie random reingesetzt, ne? Dass da kein Muster entstanden ist. Und dennoch mal zu unserem Rentierberg. Ich habe jetzt noch, das wollte ich noch sagen, mit Steinstufen, ne? Steinstufen, hier, wartet. So, Steinstufen, habe ich noch einmal ringsrum hier gezogen. Ne? Immer da, wo, sage ich mal, Steinziegel sind, habe ich nochmal Pflastersteinstufen nochmal in den Boden reingesetzt. Hier einmal komplett ringsrum. Ne? Und dann habe ich noch, ja, in den Berg an sich noch Lüftungsanlagen reingebaut. Einfach Eisengitter hinten reingesetzt, Eisenfalltüren oben und unten da noch ein bisschen so versteckt. Einfach mal so ein bisschen reingemacht, weil ich habe noch mir ein paar Bilder angeguckt, nochmal die Folge angeguckt und der Berg, ich weiß nicht warum, hat irgendwie Lüftungsanlagen, könnten auch Schneemaschinen sein. Ich habe das nicht auf dem Bild erkannt. Jedenfalls hat er da sowas drin. Das könnt ihr euch random irgendwo hinbauen. Das ist nicht vorgegeben. Ne, wie gesagt, hier habe ich auch nochmal sowas gemacht. Ne, mit polierten Andesit vielleicht an den Seiten. Eisengitter hinten. Eisenfalltüren oben und unten hier irgendwie so platziert. Irgendwie kann man ja sagen, Schneemaschinen oder Lüftungsanlagen, die halt den Berg ein bisschen kühl halten, ne, für die Rentiere. Sowas in der Art habe ich da gesehen. Habe das dennoch gemacht. Ja, dann halt Steinschuhen hier noch rumgezogen und fertig ist die Sache. Natürlich noch ein bisschen Schnee überall noch hin platziert, ne? Auch jetzt hier. Hier hatten wir ja Gras vor, da habe ich jetzt einfach noch ein bisschen willkürlich noch ein bisschen Schnee hingesetzt. Hier kann ruhig auch Rasen zu sehen sein. Das ist auch in der Serie so, das heißt, hier ist nicht überall künstlicher Schnee hingepackt worden. Nein, hier ist auch noch ein bisschen Rasen zu sehen. Ja, so sieht das Ganze dann auch erstmal aus. Ne? Den Zaun kann man sich auch schon machen. Auf beiden Seiten. Wie gesagt, könnt ihr euch hier schon nach hinten ziehen. Und ja. So, ich würde jetzt mal sagen, fangen wir an zu bauen. Und zwar habe ich heute mehrere Kisten, denn wir haben heute mehrere Baustellen. Und ich würde einfach mal hier in der Mitte anfangen. Das heißt, ihr sucht das Ziel von unserem Platz jeweils die Mitte. Die Mitte war jeweils, wir hatten ja einmal hier, ne, ein Fünfer. Da suchen wir uns die Mitte. Gehen wir dann hier so runter. Ne? Achten darauf, wo denn da die Mitte ist, also hier haben wir auch einen Fünfer, gehen wir auch wieder so hin. Und wenn sich denn diese zwei treffen, haben wir unsere Mitte. Ne? Das nochmal überprüfen. So, wenn wir das haben, brauchen wir jedenfalls Blockmaterial. Und zwar Seelaternen, Steinstufe, weißes Buntglas, Quarzblock und roter Ton. So, das brauchen wir. Machen wir mal hier wieder weg. So, das heißt, wir fangen jetzt einfach mal hier an und setzen zuerst einmal Quarzblock. Roter Ton. Ich mache jetzt hier jetzt einfach so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 21 Mal bitte so ein Muster ziehen, ne? Also ne, so, ne? Bis zum 21. Block. So, wenn wir da angekommen sind, setzen wir darauf einmal Seelaterne. Dann nehmen wir unsere Steinstufen und setzen die jeweils zack, 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 ne, unter der Seelaterne immer am oberen Teil des Blockes an. Darauf dann bitte weißes Buntglas setzen. Und auf der Seelaterne dann natürlich auch nochmal weißes Buntglas. Fertig ist das Ganze. So sieht das aus. Das ist eigentlich ja, auch so eine halbe Kugelform, ne, in der Größe ist das halt so. Ja, das ist einfach so, weil das da so ist. So, können wir uns mal angucken, ne. Ja, von der Höhe passt das ja. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, gut. Dann wäre das fertig. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Und zwar bauen wir heute ein Häuschen. Dieses Häuschen, was wir heute bauen, ist nicht im Santa Village eigentlich richtig vorhanden. Das existiert eigentlich nur in der Spiele-App. Und zwar bauen wir ein Elfenhäuschen. Das ist aus dem Jahr 2014 Weihnachten bei diesem App-Spiel. Ich dachte mir einfach, eigentlich stehen hier nur so, na, sag ich mal, so langweilige Häuser rum, die in der Art so aussehen wie die, aber ein bisschen anders noch. Und dann dachte ich mir einfach, ein Elfenhäuschen kommt hier hin, weil eigentlich hier ist eigentlich Rasen. Hier ist nur Rasen, aber ich fand das irgendwie blöd, wenn hier nur Rasen ist. Von daher bauen wir hier ein Elfenhäuschen hin und hier bauen wir dann später die Häuser hin.
So, Elfenhäuschen wollen wir heute bauen. Dafür habe ich extra auch noch eine Werkbank. Das werdet ihr sehen, wofür die wir noch brauchen. Aber erstmal gehe ich an die Kiste ran, denn hier haben wir sehr viel Blockmaterial. So, nehmen wir das erstmal raus. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal für den Anfang grüne Wolle, weiße Wolle, Steinstufe, Niederwarzenblock. Ich dachte mir jetzt, heute mal verwenden wir den. Der ist ja irgendwie noch neu bei uns auf den Konsolen. Und ich dachte mir einfach mal, Mensch, jetzt haben wir mal eine Möglichkeit, jetzt nehmen wir den. So, denn Steinziegeltreppe, Steinziegelstufe, ja, dunkle Eichenbretter, dunkle Eichenholzstufe brauchen wir, denn einen Goldblock. Ja, einen Goldblock. So, wenn wir das alles erstmal haben, ne, fangen wir einfach an mit grüner Wolle und ich gehe jetzt einfach mal erstmal hier auf die eine Seite, ne, wo wir die Fünfer haben, ne, das ist einfach auf der anderen Seite jetzt von unserem Berg, ne. Wir fangen jetzt hier einfach an zu zählen, ne, bei unserer Fünfer Mitte und fangen einfach mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und beim siebten einmal, ja, dunkle Eichenbretter setzen, denn zu jeder Seite nochmal einen, dann haben wir so drei, ne, hier ist die Mitte, ne, setzen wir nochmal einen drauf, dann wieder einmal, so ein Dreier, dann in der Mitte oben noch einmal und dann setzen wir auf die beiden Seiten, ja, Eichenholztreppe. Jetzt nehmen wir grüne Wolle, das heißt jetzt einfach, auf jeder Seite ist jetzt egal, ne, also jetzt einfach fangen wir an der Seite an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zack, hier so lang gezogen, dann geht es nach hinten und zwar dann 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 hier an der Seite. Ne? Dann geht es einfach wieder hier so rüber. Das müssen wir eigentlich gar nicht zählen, weil wir kommen jetzt einfach mal hier wieder nach vorne, ne, und fangen jetzt einfach hier wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Müssten hier auch 6 haben. Und dann einfach hier hinten so verbinden. Und müssten hier an der Seite natürlich 7 haben. So, jetzt werde ich hier eingeladen, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich komme später. So, ich würde mal sagen, jetzt geht es weiter mit weißer Wolle. Und zwar setzen wir jetzt einfach hier einfach auf der grünen Wolle, würde ich mal sagen, dreimal weiße Wolle rauf. Jo, das machen wir einfach mal. Dreimal weiße Wolle. Also einmal. Zweimal. So, schön langziehen. So, dann geht es ein drittes Mal weiter. Ja, jetzt können wir schon über die Tür rüberziehen. So, hier schön langziehen. So, jetzt haben wir das Ganze dreimal. So, jetzt seht ihr hier bei unserer Tür haben wir eine Schwachstelle und zwar die Treppen. Ne, da kann man jetzt durchluschern, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, da wo man durchluschern kann, zack, zack, setzen wir weiße Wolle hin. So, jetzt hört uns auf, bei unserer Tür führen uns ja noch ein... Ja, Türknauf, das heißt jetzt einfach, jetzt können wir entscheiden, wo wollen wir den Türknauf hinsetzen, links oder rechts. Ich mache ihn mir jetzt rechts hin, zack, schlagen wir den Block weg, setzen dafür so eine umgedrehte Treppe da rein und da, wo man durchluschern kann, setzen wir einfach einen Goldblock hin. Ja, das ist dann unser Türknauf und fertig ist die Tür. So, jetzt markieren wir uns schon mal die Fenster. Das heißt, die Fenster kommen jetzt erstmal an die Seite hier, das heißt dann neben unserer Tür ziehen wir dann 1, 2, 3 und 4, wird weggeschlagen. Das Ganze dann auf 3 hoch. So. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. 1, 2, 3, 4. 3 und 4 wird weggeschlagen, komplett hoch. Jetzt nehmen wir Steinstufen, platzieren einmal Steinstufen hier unten und einmal hier oben. So, das gleiche Spiel hier. So, einmal unten und einmal oben. Jetzt nehmen wir einfach mal weiße Wolle, platzieren die jetzt nochmal einmal oben rauf, ne, um das halt hier zuzumachen. So, wieder einmal langziehen. So. Super. Wenn wir das haben, nehmen wir uns jetzt Niederwarzenblock und platzieren den jetzt einmal oben drauf. So, einfach mal langziehen. Und so. So. Ja, wenn wir das jetzt haben, nehmen wir uns Steinziegelstufe. Die platzieren wir einfach einmal unten an der Niederwarzenblock ran. Auch wieder einmal ringsrum. Aufpassen. Diese Ecken bitte freilassen. So, komplett einmal rumziehen. So, wenn wir das haben, platzieren wir jeweils unter der Stufe nochmal eine Stufe. So. Natürlich nicht so, sondern so. Auch wieder einmal schön ringsrum. Und so. Super.
Wenn wir das jetzt haben, nehmen wir wieder unseren Niederwurzelblock, fangen jetzt einfach mal hier an der Seite an, ne? Und heißt, wir lassen hier an der Seite einmal frei, ziehen einmal über lang, dann nochmal und fertig. Ne? Das ziehen wir jetzt einfach mal rüber, würde ich sagen. Ne, dann haben wir unser Dach schon so gut wie fertig. Natürlich können wir hier auf der anderen Seite das auch schon mal so machen. So ein bisschen pyramidenmäßig, ne, an den Seiten. Das Ganze dann hier wieder rüberziehen. So. Einfach hier noch zumachen. Und fertig ist unser Dach. Jo, nein. Quatsch. So, jetzt geht's weiter und zwar nehmen wir jetzt einfach, ja, Steinziegeltreppe. Fangen jetzt einfach mal hier an, bei unseren Niederwurzelblock zu zählen. 1, 2, bei den dritten, zack, Treppe, hier unten, zack, Treppe, dann hier nochmal Treppe, oben drauf dann Stufen und runter geht's dann hier wieder mit Treppe, Treppe und Treppe. So, jetzt platzieren wir daneben nochmal Treppen und Stufen natürlich. So. Weil unser Elfenhäuschen ist eigentlich wie so eine kleine Schatzkiste aufgebaut. Was heißt denn einfach so, ne, so die Scharniere oder irgendwie so von der Kiste sind das. Das heißt auf der anderen Seite natürlich auch, ne, wir lassen jetzt hier bei den Niederwurzelblock 1, 2, beim dritten und vierten könnten wir eigentlich Treppen setzen. So, so, dann hier oben natürlich Stufen rauf. Und dann geht es wieder runter mit Treppen. Super. So, wenn wir das haben, fliegen wir einfach mal vorne hin und suchen uns jetzt einfach mal noch gelbe Wolle raus. Ne, gelbe Wolle. Und jetzt gehen wir bei unsere Türen. Die Tür hat eine Mitte und von der Mitte gehen wir nach oben und schlagen jetzt einfach diese Stufen weg. Da platzieren wir jetzt einfach mal zweimal gelbe Wolle hin. Dann nehmen wir uns Steinziegeltreppe, schlagen danach daneben diese Steinstufen weg und platzieren dann einfach solche Treppen daran. Die obere natürlich normal und die untere umgedreht. So. Super. So sieht das Ganze dann schon mal aus. Jetzt heißt, jetzt machen wir uns noch einen Schornstein, bevor wir uns das neue Blockmaterial holen. Also, Niederwurzelblock nehmen. Jetzt könnt ihr wieder entscheiden, wo wollt ihr den Schornstein machen. Ich würde ihn jetzt zack auf der linken Ecke setzen. Das heißt, jetzt fliegen wir hier hin. Wir haben oben eine Mitte. Setzen den jeweils so, dass wir hier an der Seite noch eine Blockreihe frei haben. Einmal Niederwurzelblock, einmal grüne Wolle und fertig ist unser Schornstein. So, jetzt würde ich sagen, könnten wir neue Blöcke nehmen? Ja, okay. Neue Blöcke, das heißt wieder an die Kiste ran. Dann holen wir uns jetzt raus. Wartet mal, das und das brauche ich. Das und das brauche ich. Das und das und das und das. So. Okay. Dazu kommt jetzt blaues Glas, Holzfalltüren, Banners. Ihr seht schon, wir machen uns einen kleinen Weihnachtsbaum, weil... Das Haus hat auf dem Scharnier einen Weihnachtsbaum und an den Seiten des Daches Weihnachtsbäume. Wie ihr euch so einen Weihnachtsbaum macht, das zeige ich euch gleich. Ein rotes Banner, also gelbes Banner, rotes Banner braucht ihr. Dann natürlich die Farben, ne, Löwenzahn, Kaktus, Grün und Rosenrot. Und natürlich Spinnnetz. So, mit dem Spinnnetz geht es erstmal voran. Das heißt, wir fliegen mal kurz zum Schornstein, machen da ein bisschen Rauch ran, finde ich. Einmal hier einfach so rauf. Dann würde ich zweimal hoch. Da vielleicht dann... Naja, das könnt ihr euch auch selbst machen, irgendwie so, dass da ein bisschen Rauch ist, ne? So, fertig ist die Sache. Jetzt machen wir noch schnell die Fenster, das heißt, würde ich einfach hier innen drin einfach mal das Glas da ransetzen. Und weil das Häuschen ja eigentlich fake ist, ne, also da kann man ja nicht reingehen, das ist ja nur was Schönes, was man sich mal so hinstellen kann, empfehle ich euch, da nehmen wir noch einfach mal was raus. Ja, ich würde Guane Wolle nehmen. Ja. Und die platzieren wir einfach jetzt hier an das ganze Glas ran. So. Einfach mal hier so ran platzieren, damit man das halt nicht sieht. Natürlich wollen wir noch vorher hier rauskommen. Kommen wir hier raus? Nee. So. Und so. Ja, das haben wir dann erstmal so fertig. Das heißt, denn jetzt nehmen wir unsere Holzfalltüren und platzieren jetzt hier einmal an den Seiten dreimal Holzfalltüren ran. Das sind dann unsere Fenster, Läden. Oder wie nennt man diese Klappen? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Fensterläden? Heißen die Fensterläden? Wer weiß. So, die platzieren wir jetzt jeweils hier an der Seite. Und fertig ist das Ganze. So, jetzt verfeinern wir es noch mit Banners. Das heißt, jetzt brauchen wir eine Werkbank noch, ne? Die platzieren wir uns irgendwo.
gehen da ran. Ich zeige euch jetzt nur, wie es beim Roten geht. Das Gelbe ist genau das Gleiche. So, wir brauchen jetzt das Banner. Gehen da rauf. Jetzt suchen wir uns ein Dreieck. Natürlich damit grün färben das hier. Dann nehmen wir uns Rahmen, ne, so ein Rahmen. Natürlich sollten wir das in der Farbe jetzt färben, wie das Banner ist. Jetzt haben wir rot, das heißt rot, beim gelben natürlich gelb. So, jetzt gehen wir wieder nach vorne, suchen uns diesen in der Mitte Balken, den machen wir grün, zack. Dann suchen wir uns das Teil hier, wo wir die Hälfte des Banners wieder mit der gleichen Farbe färben können. Dann suchen wir uns die Raute, da haben wir die Raute, die färben wir auch wieder grün. Dann sind wir eigentlich fertig und dann bestätigen wir nur noch und haben dann unser fertiges Banner. Das gleiche machen wir nochmal mit Gelb und dann haben wir alles. So, das heißt, das gelbe Banner natürlich hier bei der gelben Wolle platzieren und das rote Banner jeweils hier an der Seite des Hauses natürlich oben in der Mitte. Einmal hier und einmal hier. So, danach könnten wir eigentlich das Blockmaterial löschen, ja, und dann wäre das Häuschen fertig. Und jetzt kommt noch ein bisschen Verfeinerung. So, ich gehe jetzt wieder an meine Kiste ran. Wartet mal. So, wir machen jetzt erstmal noch, brauchen wir Pflastersteinblock. Ich habe jetzt Stufen, weil ich mir das mit Stufen markiert habe, ne. Das heißt jetzt einfach, gehen wir jetzt hier noch, machen wir uns einen Weg rein. Das könnt ihr selber machen oder ihr nehmt jetzt einfach die Form, die ich habe. Das heißt hier bei der Mitte, bei der 5, gehen wir 5 hoch, 1 zur Seite, so nach links, ne, dann so schräg ein, dann wieder ein in der Mitte, so gerade verbinden, so, so und so. Einfach so, ja, das ist ein bisschen kaputt, der Weg, ne, den machen wir so. Danach holen wir uns neues Blockmaterial wieder und dann nehmen wir uns das Ganze hier mal, so. Dann jetzt brauchen wir, ja, Gras, das kann ich jetzt hier nicht platzieren, denn Steinschalter, Magenta-Wolle, Rosa-Wolle, Magenta-Teppich und Rosa-Teppich, Dschungelholzzaun, aber ihr könnt auch jeden anderen Zaun nehmen. Das ist dann wieder Geschmackssache. Denn Eichenholz und Pilz. Ja, wir verwenden auch heute mal einen Pilz. So, das heißt, jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar würde ich einfach mal sagen, mit den Pilzen geht zuerst los. Wir fliegen jetzt einfach auf beiden Seiten vorne. Platzieren jetzt einmal hier und hier einen Pilz. Dann würde ich sagen, hier an der Seite einfach mal einen Zaun. Und darauf ein Pilz. Hier wachsen irgendwie Pilze an den Seiten. Wir könnten auch theoretisch, nee, wir setzen das einfach hier an der Seite. Genau. So, da wachsen Pilze. Dann würde ich mal sagen, geht es weiter mit einem Baumstumpf. Da gehen wir einfach mal hier auf die linke Seite vom Fenster. Ne? Hier so, zack. Das heißt, dann fangen wir hier von unten an zu zählen. 1, 2, 3. Beim vierten einfach mal so einen Baumstumpf hinsetzen. Ne? Das sieht auch genauso aus wie bei der Spiel-App. Das Häuschen habe ich mir so gemacht. Das heißt, jetzt brauchen wir noch so ein Geschenk hin, das steht hier vorne. Das heißt, jetzt hier auf der rechten Seite beim Fenster, ne? Bei den Rollläden zählen wir dann 1, 2, 3 Magenta-Wolle, dreimal so setzen, so, sag ich mal, so ein Plus, ne? Dann in den Ecken jeweils rosa Wolle, dann haben wir ein Viereck. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von 2 insgesamt. So, das ist dann unser Geschenk. Wer möchte, kann schon so lassen. Ansonsten nimmt ihr jetzt den Teppich und macht überall noch einmal Teppich rauf. Ja, und dann einfach in den Ecken, sag ich mal, nochmal Magenta-Teppich nehmen und in der Mitte, so, machen wir nochmal Magenta-Wolle. Das soll dann diese Schleife darstellen vom Geschenk. So, tja, dann nehmen wir noch ein bisschen Schalter, machen noch so ein paar kleine Steinchen hier als Dekoration, würde ich einfach mal so hinmachen, einfach jetzt hier beim Baumstumpf. Dann nehmt ihr vielleicht noch ein bisschen Gras. Gras zum Platzieren, ne? Nicht das andere Gras. Nein, nein, nein. So, einfach ein bisschen Gras hier noch so platzieren. Einfach ein bisschen random. So. Und dann nehmen wir nochmal Pilz. Und platzieren nochmal einen Pilz hier vorne. Und dann würde ich nochmal einen Pilz hier an der Seite platzieren. So. Und dann wäre unser Elfenhäuschen fertig. So. So sieht es auch aus bei der Spiele-App. Und dann haben wir unser Elfenhäuschen. So, jetzt sage ich nur eins. Wer möchte, kann sich natürlich auch die Fenster, ne, wie die sind, natürlich auch nochmal auf der hinteren Seite machen, damit das hier nicht so leer ist. Aber dafür, weil wir hier noch Weihnachtsbäume hinbauen, ist das eigentlich auch nicht so relativ wichtig, weil das sieht man ja eigentlich gar nicht. Ne? So,
Und jetzt sage ich mal, bevor ich noch hier mehr Zeit vergeude mit meinem Geschnatter, sage ich einfach mal, machen wir jetzt noch die Grundrisse für die Tannenbäume, weil die Tannenbäume sind die gleichen jetzt hier, solche künstlichen Bäume. Weil ich habe noch mir alles angeguckt, ich habe halt zwar gesagt, die haben echte Bäume auch im Park stehen, aber eigentlich haben die nur Metallbäume. Ich habe mir echt die Folge angeguckt, die haben überall nur so künstliche Bäume. Ich glaube, die mögen keine echten Bäume. Ich weiß es aber auch nicht. Jedenfalls bauen wir uns die jetzt noch. Also, dritte Folge könnt ihr euch angucken. Wisst ihr, wie ihr die noch baut? Weil ich markiere euch die jetzt noch. Ne? Der Aufbau ist der gleiche. So, hole ich mir einfach mal das Blockmaterial raus. Ne? Was brauchte man nochmal für unsere Bäume? Sag ich mal, grüne Wolle, grauer Ton, Packeis und Eis. Ne? Das ist dann aber für unser Iglu. So, wie markieren wir uns die am besten? Ich würde einfach mal sagen, wir fangen bei unserem Häuschen an. Das Häuschen hat eine Mitte. Die suchen wir uns. Fangen einfach an. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beim siebten einmal platzieren. Und dann macht ihr euch nochmal drei so runter. Ne? Und dann zack, so ein Kreuz. Ne? Wie war das ringsrum? Mit der Kreis. Jeweils zwei Blöcke Abstand, ne? Zu unserem Plus oder Kreuz. Und dann macht ihr euch das hier halt so. Ne? Dann baut ihr hier den ersten Weihnachtsbaum hin. Den zweiten, der ist eigentlich leichter zu erklären, so an sich, wo er ist. Das ist einfach hier bei den Pfosten super. Das heißt, wir fangen einfach an, hier an der Seite zu zählen. Und zwar dann ein Pfosten, zwei Pfosten, drei Pfosten, vierter Pfosten, fünfter Pfosten. Ne, beim fünften Pfosten fangen wir an zu zählen nach innen drin. Und zwar dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da geht dann unser Plus los, ne, bei der 7. Und dann machen wir hier auch nochmal den Kreis rum. Ne? So, danach geht es zum nächsten. Wo könnte man sagen, ist der? Sage ich mal hier jetzt beim Scharnier, auf der Innenseite vom Scharnier, ne, zack, gehen wir runter. Und dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, beim siebten, zack, wieder so ein Plus, ne, ringsrum den Kreis erstmal ziehen und dann könnt ihr euch den Tannenbaum bauen. So, jetzt kommt das Iglu. Das Iglu, Iglu, Iglu. Davon könnten wir theoretisch, ja, bei unserem vorletzten Pfosten ausgehen, ne. Zack, da dann zwei Blöcke lassen. Beim dritten könnt ihr euch dann das Iglu setzen, ne. Wie war das denn immer? An den Seiten immer einer, dann drei, einer, drei, ne. Iglu. So. Okay, hier richten wir uns nach dem letzten Pfosten, den wir uns ja gezogen hatten. Das heißt, dann von hier aus zählen wir dann wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fangen wir an, unser Plus oder Kreuz zu setzen. Und dann ringsum den Kreis. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch diesen Baum. Und zwar dann ganz einfach gesagt, hinten bei unserem Häuschen jetzt hier, wo es steht, würden wir dann einfach hier mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier, dann hier wieder, zack, plus Kreuz und dann wieder rumziehen. Ihr seht, hier kommt dann einer wieder hin mit grüner Ton. Ne, grüner Ton. Damit ein bisschen Abwechslung drin ist, nicht immer nur grüne Wolle, nein, auch ein bisschen Ton, das haben wir auch vorne beim Eingang gemacht. Ja, wenn ihr das dann alles habt, könnt ihr den Boden wieder ein bisschen austauschen, ne, durch, sag ich mal, Schneeblöcke, das dann ernst wieder verzieren mit Schnee. Kleiner Tipp am Rande, bei unseren Elfenhäuschen macht da nicht unbedingt Schneeblöcke in als Boden, lasst da ein bisschen Rasen und so. Ihr könnt ja an den Seiten so Schneeplatten und so setzen oder auch ein bisschen drauf, vielleicht auch im Häuschen ein bisschen Schneeplatten draufsetzen, ne, dekoriert euch das ein bisschen und ja, so viel denn dazu. Ich baue jetzt das hier alles fertig. Seht ihr dann beim Thumbnail und dann würde ich mal sagen, ja, dann sind wir für heute fertig und dann gucken wir, was in der nächsten Folge kommt. Ich vermute, in die Ecke bauen wir noch ein paar Tannenbäumchen und dann kommen hier noch ein paar Häuschen. Ja, so wird das dann sein und dann haben wir unser Weihnachtsdörfchen fertig. Heute haben wir das gemacht und dann gucken wir mal, was wir morgen machen. So, ich will mal sagen, wir stellen uns safety hin. Heute stehen wir so. Und dann, ja, war es das wieder von meiner Seite aus. Ich sag mal, schaltet ein zum nächsten Video und haut's rein. Und, ja, tschüss.